So, knallen wir gleich mal die 16. Folge noch hinterher. Nein. So. Okay. Mir ist noch eingefallen, wir müssen übrigens unser neues Häuslein... Oh, mach schon mal da an. Wir müssen unser neues Häuslein übrigens noch protecten, fällt mir gerade auf. Ein. Oh, und schon ist die Spitzhacke kaputt. Ich baue mal gleich eine... Ich sag doch, hier kommen solche Dinger nach. Lol? Lol? Haben wir die gepflanzt aus Versehen oder was jetzt? Oh, wir haben noch eine. Oh, schau mal eine an. Gut, egal, ich guck. Ja, Gott. Haben wir noch. Oh, wow. Oh, wow. Kiefernbaum? Das ist essbar. Holzbretter. Kiefer, okay. Wie sieht denn das Holz aus? Ja, das sieht auch relativ gar nicht mal so schlecht aus. Haben wir davon Samen? Das ist normale Setzlinge. Wir brauchen Kiefernholz. Jawohl. Gut, dann versuche ich mal umzusteigen auf Kiefernholz. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Weil eben, da ist der Kontrast sehr stark. Ich guck mal, ob das mit dem Kiefernholz noch besser aussieht. Können wir ja mal ein bisschen... Ach komm jetzt, Alter, ernsthaft? Ja doch, das sieht doch wesentlich besser aus. Weil hier, wie gesagt, dieses Baumstamm, das hier ist definitiv zu dunkel. Das finde ich, das sieht... Na, wie gesagt, das Holz werde ich dann wieder als Bodenbelag benutzen. Also als, ja, wie gesagt, hier unten als Boden. Aber hier für die Dinger... Hätte ich doch gerne helles Holz. Könnte das mit dem Kiefernholz tatsächlich besser aussehen? Ich guck mal ganz kurz. Ach, haben wir bereits drin. Da. Ja, doch, das sieht wesentlich besser aus. Okay. Machen wir. Ist die die Axt gleich wieder kaputt? Auch nett. Haben wir Diamanten? Ich muss doch gerade sagen, irgendwie mit dem Baustamm da oben drauf sieht es gar nicht so schön aus. Vielleicht sollte man eine einfach draußen versetzen. Ja, komm, das machen wir. Setzen wir jetzt noch draußen, mal gucken, wie das aussieht. Das habe ich noch nicht ausprobiert. So, hier lasse ich erstmal komplett frei, weil hier kommt jetzt später die Tür rein. Da werden wir uns also sowieso noch überlegen müssen, wie wir das denn am dümmsten machen. So, übrigens können ja die Leute, die dieses Video mal gucken, mal in die Kommentare schreiben. Ich persönlich spiele privat auch noch auf so einem, ja, Server, der nicht mir gehört. Eels Server heißt der. Also, der heißt nicht Eels Server. Doch, genau, der heißt wirklich Eels Server. Der Server heißt so. Das Server gehört also auch noch mit zum Namen. Ist verwirrend, ist aber so. Ist ja bei mir genauso. Mein Server heißt ja auch German Vanilla Server. Also praktisch der German Vanilla Server. Egal. Ja, auf jeden Fall ist ein relativ schicker Server. Könnt ihr auch mal auschecken. Das ist so ein MMO-Server. Also ich sage jetzt mal MMO-orientiert. Wirklich MMO ist es nicht. Ist auch in meinem Test eher schwer zu implementieren, aber die haben trotzdem
relativ gut geschafft. Da gibt es auch richtig so mit Level-System und Quests und Events und alles Mögliche. Macht relativ viel Spaß. Wie gesagt, kann ich ja auch mal so ein bisschen zumindest so anspielerweise Let's Play anfangen und dann könnt ihr euch ja mal entscheiden, ob ich das dann auch richtig als Let's Play machen soll. Da wir ja mittlerweile nun schon zwei Minecraft Let's Plays haben, eigentlich haben wir sogar drei, aber ich glaube mal der dritte, also das ursprüngliche Let's Play, wo ich lokal bei mir spiele, das werde ich mittlerweile doch komplett aufgeben, weil allein jetzt hier mit dem Minecraft-Server und mit dem Minecraft-Server sind wir schon, ich sag jetzt mal, Minecraft-mäßig ausgebucht, da ich ja nebenbei auch noch Doom aufnehme. Von daher wäre das dann halt wieder ein drittes Minecraft Let's Play. Ja doch, das sieht doch viel besser aus hier mit dem dunklen Holz. Das sieht doch schon gleich viel, viel besser aus. Okay, machen wir so. Sehr schön. Ne, deswegen von dem Eel-Server oder Eels-Server werde ich mal ein, zwei Folgen vielleicht mal so hochladen, out of order. Und dann, wie gesagt, könnt ihr mal entscheiden, ob ihr das so mögt. Dann werden wir das verstärkt machen. Oder ob ihr sagt, nee, ich soll mich lieber um meine eigenen Server kümmern. Übrigens nochmal so ein bisschen out of order. Ich werde es auch nochmal bei dem Mindflow-Let's Play ansprechen. Es gibt mittlerweile, also es hat sich, sowohl hier hat sich ein bisschen was getan, halt mit der Mod hier. Bei dem Mindclone-Server hat sich aber mittlerweile noch mehr getan. Es gibt nämlich zum Beispiel mittlerweile Protection. Also Protection gab es ja schon vorher, ja. Aber Protection in dem Sinne, dass man jetzt zum Beispiel seine Kisten schützen kann. Finde ich persönlich relativ knorke. Ja. Gut, es war. Ich sag jetzt mal so, es ist noch nicht ganz sauber implementiert, weil es gibt halt nur die normalen Kisten und wenn die halt in einem Protected Area stehen, dann sind die halt für niemanden zugänglich. Das heißt also, man kann praktisch keine Kisten mehr bauen, die halt für andere zugänglich sein sollen. Oder aber man muss Kisten, die auch für andere zugänglich sein sollen, außerhalb eines geschützten Bereiches erbauen. Dann können aber die anderen auch die Kiste an sich abbauen und nicht nur den Inhalt daraus. Deswegen, also ich persönlich, liebe Wusi, wenn du dieses Video hier sehen solltest, ich hätte da einen Tipp für dich. Mach am besten zwei Kisten. Einmal die klassischen Kisten, wo jeder drauf zugreifen kann. Und dann auch sowas wie, weiß nicht, Locket Chests, wo dann wirklich halt nur die Leute drauf zugreifen können, die halt Zugriff auf diese, ja, auf den geschützten Bereich an sich haben. Also halt so wie in Mindtest, da gibt es ja auch einmal hier die normalen Kisten, wo jeder drauf zugreifen kann. Und da drinnen die Locket Chests. Und praktisch genau so halt auch für meinen Klon. Ich weiß nicht, wie schwer sowas von der Implementierung ist. Ich persönlich stelle es mir wahrscheinlich einfach zu leicht vor, weil ich persönlich wäre einfach so rangegangen, ich hätte nochmal den alten Code genommen. Hätte ihn halt für die alten Kisten, also für die Normalkisten genommen und den neuen Code, der ersetzt praktisch ja nicht den alten Code, sondern ist halt für ein neues Objekt. Und zwar halt für diese geschützten Kisten. Ich hoffe, man hat mich verstanden. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt haben wir ein paar Samen bekommen. Da. Danke. So, komm da rein, da rein, da rein, da rein, da rein, da rein, da rein. So, die brauchen wir gar nicht mehr abholzen. Wie gesagt, das Holz ist ja sowieso viel zu hell. Ja, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Wir brauchen Birke, oder? Ja doch, wir brauchen Birke. Gut, ich mache erstmal die ganzen anderen Stämme hier, die oben, oberirdischen Dinger da, mache ich erstmal. So, dann haben wir genau, hier fehlt noch eins. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ach, ich will noch welche. 1, 2, 3. Ha, passt genau. 1, 2, 3. Yes. So, die kommen alle wieder ab. Setze ich mal, wie gesagt, eins raus. Mal gucken, wie das dann aussieht. Ich weiß auch noch nicht, ob ich ein Spitzdach oder ein Flachdach mache. Weil bei meinem Testhaus auf meiner lokalen Map, da hatte ich schon Flachdach gemacht. Aber ich glaube mal, das Gebäude würde auch mit einem Spitzdach relativ gut aussehen.
Das einzige Problem an dem Spitzdach ist halt immer, wenn hier zwei Dächer aufeinandertreffen, diese Kante, die dann dabei entsteht. Ah, dann muss ich mal gucken, wie ich die implementiere. Das wird ein Träumchen. Ich brauche mal Holz. Ah, wir müssen erstmal warten, bis hier ein paar Bäume gewachsen sind. Ja, gleich mal ein paar Äpfel hier essen, ne? Aha. Schau mal einer an. Fuck! Boah, Alter, hier verschwinden Blätter richtig schnell. Goddammit. Yay, Setzlinge. Und die Axt ist schon wieder tot. Die ist wirklich schon fast tot. Ach du Kacke. Na naja, egal. Lassen wir mal dabei. So, du kommst nach da. Du kommst nach. Ne, nicht so nah am Haus. Du kommst mal nach da. Noch mehr? Setzlinge? Nicht wirklich. Schade eigentlich. Könnt ihr mal bitte schneller wachsen? Was ist denn hier los? Oh, hier ist noch ein Samen. Ha! Komm hier, ganz ehrlich. Fuck das Schild auf. Leck. Go. Mio. Ist ja sowieso als Holzfarm gebaut, gedacht. So. Passt. Wachs schneller, bitte. Gibt's eigentlich auch. Ja, Knochen, doch, hier gibt's Knochen. Hä? LOL. Oh! Jetzt weiß ich doch, wer ich die Knochen habe. LOL, die kann man, wenn man mit der Spitzhacke. Also entweder ist es. Okay, also das hier und das hier kenne ich gar nicht. Also ich meine, Mulch kenne ich aus der Realität, klar. Aber das kenne ich halt im Maitest noch gar nicht. Und das hier kenne ich noch überhaupt gar nicht, gar nicht. Vor allem, es soll wohl auch Bonemeal sein. Das ist normale Bone Meal, aber was ist, wofür ist das denn? Was kann man damit machen? Muss doch irgendeinen Verwendungszweck haben, oder nicht? Ach ja, seht ihr hier, ich schiete mal. Ja. Das kann man hier natürlich auch machen. Und was man noch machen kann. Tada! Da muss man allerdings aufpassen, wenn man jetzt hier das Falsche auswählt. Dieser Vorgang kann man nicht rückgängig machen, außer man schiebt sich wieder zurück. Das geht, ja. Das geht, also das mit diesem Gib mir, also hier, mit dem Gib mir, das gibt's. Übrigens nur, wenn man selber Administrator ist oder halt die Berechnung dafür hat. Zum Beispiel im Kreativ-Mode. Das Problem ist, wenn man jetzt in dem Zustand hier ist und jetzt raufklickt und jetzt praktisch dann nochmal raufklickt. Wie war das? Oder habe ich hier gar nicht die. Nee, hä? Warte mal ganz kurz. Das muss ich jetzt mal ganz kurz reorganisieren. Okay. Okay. Nee, weil früher war das so, oder ist es in einer anderen Version so, wenn man da in diesem Hilfemenü ist oder hier in dem Menü. Ich weiß nicht mehr, in welchen von den beiden. Und dann, also bei einem von den beiden, wenn man da dann hier raufgeklickt hat, dann hat man das Ding praktisch direkt ins Menü bekommen. Da muss man aufpassen, weil man sich so aus Versehen Sachen praktisch ercheatet hat. Obwohl man eigentlich nur die Sachen anzeigen wollte. Aber jetzt ist das scheinbar behoben. Jetzt kann ich draufklicken, wie ich möchte, und es kommt immer direkt ins Hilfemenü. Ohne dass man die Sachen bekommt. Und doch, gefällt mir. Okay, immer noch keine Bäume gewachsen. Mann! Ah. Gut, Knochen. Jetzt weiß ich auch vielleicht, wie gesagt, wo ich die ganzen Knochen her habe. Dann kamen die immer beim Sand abbauen. Interessant. So, wir hatten aber noch mehr Knochen, das weiß ich. Dann nutze ich die nämlich jetzt mal, um die Bäume ein bisschen wachsen zu lassen. Hä? Habe ich die alle? Was habe ich mit den ganzen Knochen gemacht? Ich hatte doch bereits Knochen, oder habe ich die bereits verwendet für irgendwelche anderen?
Ach ja, klar, da unten. Ha! Wir haben ja noch ein Feld da unten. Stimmt ja. Na gut, egal. Was ich machen wollte, Bohnenmehl. Da. Da. Bam, bam. So, dann helfen wir mal ein bisschen nach. Linksklick? Hä? Ich bin. Was habe ich getan? Was ist. Hi. Aha. Ach, wie wird das? Horneck 697. Also bei Horneck, also wenn man das R und das U austauschen würde, dann wäre das Horneck. Aber so? Horneck? Wie? Was ist das für ein Name? Mann, Alter, wir brauchen Bäume. Wachs doch mal schneller. Die Folge ist schon wieder fast um und ich habe noch nichts geschafft. Ah ja. Packe ich erstmal den Baum hier ab. Ach Mann. So. Das kann übrigens mal weg. Das kann auch weg. Und das kann auch weg. Das hier kann genauso weg. Wobei, daraus können wir uns Stöcker machen. Ach so, Holz. Ich dachte, daraus machen wir Stöcker. Egal, Stöcker können wir es trotzdem machen. Bam. So, jetzt haben wir Stöcker. Ja, Rest bleibt erstmal. So, jetzt haben wir hier raus ein bisschen Holz. Können wir eigentlich sogar schon ein bisschen weiterarbeiten. Und Spitzhacke kaputt. Hat genau gereicht. Oh, der nächste Baum gewachsen. Super, jetzt fällt er natürlich nicht mehr ab, weil er jetzt Holz in der Nähe ist. Das ist natürlich wunderbar. Ach komm, die Blätter lasse ich. Du kommst mal noch mal nach da. Dann kommst du nämlich wieder reingepflanzt. Und ich gehe jetzt wieder zu unserem Haus und mach da mal weiter. Yay! Du sterben. Danke. So. Tada, 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 tada. Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. Dam, 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 daram. Dam, dam, dam. Bam, bam. So, könnte es sogar reichen. Ach, stirb halt. So, wups. So. Ach, das fehlt noch. Ach, wow, das reicht ja genau perfekt. 1, 2, 3, 4. Und hier habe ich nämlich noch ein 4er-Stack. Und der passt jetzt genau hier rein. Mir fällt gerade auf, wir haben jetzt da auch Sachen gebaut. Obwohl ich das hier nochmal freilassen wollte. Ah, egal, stört nicht. Stört keinen. So, jetzt müssen wir hier irgendwie raufkommen. Ich baue mal hier einfach mal so eine. Ja, ich sag jetzt mal Leiter mehr oder weniger rauf. So, haben wir hier mal schon Aufgang. Jetzt wird's spannend. Wie machen wir das am dümmsten? Das müsst ihr eigentlich so. Ja, geht. Fuck. Fuck! Achso. Ach Mann. Ja. Ja, man merkt schon, diese Müllfunktion hier ist relativ praktisch. Mag ich sehr. So. Oh Gott, damn it. Ja. Ich kriege noch eine Krise. Oh, jetzt komm. Danke. Jawohl. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt müsste ich eigentlich hier ran. Jawohl. Das klappt schon mal. Okay, das klappt auch. Sehr schön. Ach Mann, ey. Ernsthaft? Was ist dein Ernst? Was ist denn hier los? Dankeschön. So, du musst sterben, mal wieder. Ich muss hier mal auf diesen Vanilla-Server auch mal ein bisschen Tierspawn-Rate runtersetzen. Das ist ja
Schlimm. Wobei der Traffic hält sich tatsächlich sogar in Grenzen. Ja, doch, so sieht das besser aus. Wenn es mir so leicht vorsteht, das sieht definitiv besser aus. Dann machen wir das genau so. Wäre dann beschlossene Sache. Ja. Gut, dann warten wir noch mal ein bisschen, bis da noch mal ein paar Bäume gewachsen sind und dann. Ah, ja, das geht auch. Gut, wir bauen uns erstmal eine neue Spitzhacke hier. Ne, Quatsch. Hier, Axt. Da. So. Dankeschön. Dann kümmern wir uns mal um die Bäume und wenn auch per Zeit mal gucken, ob wir uns mal ein bisschen eine Dia-Axt bauen. Ich weiß gar nicht, ob wir Diamanten haben. Yay, ein Apfel. So viele Bäume wie wir nämlich noch fällen werden, wird sich das wahrscheinlich sogar lohnen mit der Dia-Axt. Ja, da muss ich mal überlegen. Mir schwebt auch noch so ein zweites Großprojekt im Höhen rum. Und zwar, wenn das Haus fertig ist. Der ist schon wieder ein Schwein. Dann werden wir wahrscheinlich von dem Haus erstmal nach hier einen Weg bauen. Und dann aber zum Spawnpoint auch nochmal einen Weg bauen. Ach, siehst du, mir fällt noch ein, wir müssen noch unser Haus protecten. Wollte ich auch noch machen. So, einmal herkommen, danke. Noch mehr? Nee, ne? Doch, hier. Du rennst doch genau in den Tod. Danke. Da hat der eiskalt überlebt, ich glaub's ja. Ja, hallo. Danke. Danke. Da. So, ist noch einer gewachsen. Egal, den lassen wir jetzt erstmal. Ich sorge jetzt hier erstmal für den Spawn Point. Und da ich noch nicht weiß, wie groß das Gebäude wird, wird einfach erstmal ein bisschen. Erstmal ein bisschen großzügig. Law Area Position 1. Das wäre ein bisschen sehr großzügig, egal, kann ich schaden. Area Position 2 und dann Protect Villa am Strand. Bam, hätten wir. Ich weiß zwar nicht, ob es eine Villa wird, eigentlich nicht wirklich. Schon mal wohl eine Villa in der Regel mehrstöckig ist. Aber gut. So, okay. Ja, so viel erstmal auf jeden Fall zu unserem. Beziehungsweise komme ich gerade noch mal ganz schnell hier die Stämme verlegen, bevor ich mit der Runde aufhöre. Ja, auf jeden Fall, das war es jetzt erstmal wieder mit meinem Test. Das nächste Let's Play wird dann ja, also das nächste Let's Play abseits von Doom. Wird dann wieder mein Klon, da will ich auch ein Gebäude bauen. Und zwar wie gesagt, fuck! Wie gesagt, genauso groß, nur halt, genau die gleiche Bauweise. Mal, hallo? Nur halt mehretagig. Ich weiß auch nicht, ob es dann zweietagig oder dreietagig oder viertagig wird. Werden wir denn sehen? So. Nein. Auf damit hier. Perfekt. Beziehungsweise, nein, es muss noch eins raus. Aha, perfekt. So, jetzt kommt es nämlich daran, daran, daran. Jawohl, 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 jawohl. Jawohl. Da. Das wird wieder nichts. Gehe ich mal lieber hier ran. Ja, ach mal, jetzt komm jetzt hier, ja, bam. Meine Fresse. Ah, gut, geht das sogar. Ha. Komm, jetzt. Ja, hallo. So, zwei haben wir noch. Die zwei werde ich jetzt mal dahin setzen. Und dahin setzen. Dann hätten wir jetzt soweit schon mal die Kanten. Das sieht doch geil aus. Ja, doch, das sieht gut aus. Gut, wie gesagt, hiermit verabschiede ich mich dann von dem Let's Play. Oh, Honky, du bist wieder weg. Ah, sieht doch schon geil aus. Jawoll. Ja, wie gesagt, damit erstmal. Oh, das war ein Apfel.
Oh Gott, wie konnte das passieren? Bam. Ja, damit verabschiede ich mich erstmal für das Let's Play und dann sehen wir uns dann, wie gesagt, zu dem Doom Let's Play dann wieder. Beziehungsweise dann für die Leute, die nur mein Test oder mein Klon gucken, sehen wir uns dann zum mein Klon Let's Play wieder, wo ich dann auch so ein schönes Gebäude bauen werde. So, in dem Sinne würde ich mal sagen, ja, Protected haben wir jetzt, mit dem Gebäude angefangen haben wir. Na, in dem Sinne, schau mit V.